Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir sind zurück bei den Goronen, sind gerade mit dem Auge der Wahrheit hier hochgeklettert und jetzt sprechen wir mal mit ihm hier. In diesem Grad ruht ein großer Held der Goronen. Ich kam hierher, um ihm ein Denkmal zu errichten, doch jetzt blockieren Schneeverwehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eiserstaat ist. So wie es aussieht, wird auch mich dieses Schicksal ereilen. Oh, hätte ich nur etwas von dem heißen Quellenwasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich das Heldengrab errichtet habe. Und die heiße Quelle wird nun von diesem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Goronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Brrr. Okay, wir gehen rein. Und guck mal, was uns denn da Goronengrab erwartet. Ah, guck mal, da wartet er auf uns. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Damani 3. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämonen vertreiben zu können, zum Peak Hibernia auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich. In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Befreie meine Seele, egal wie, aber bitte tue es. Das werden wir machen. Das Lied der Befreiung, das spielen wir jetzt einmal. Das haben wir, da? Ja, da haben wir es. Und wir befreien Damani Nummer 3. Welch lindernder Klang. All meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik. Und er wird wahrscheinlich die Goronenmaske hinterlassen, habe ich recht? Die Goronenmaske. Mein unsterbliches Gefühl lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du sollst sie lesen. Du hast die Goronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Verwende sie, um in den Körper eines Goronen zu schlüpfen, setze sie ab, um dich wieder zurückzuverwandeln. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen gesehen. Aber ich denke, als Gorone werden wir diese lesen können. Okay, ja, ich glaube, Bogen ist erstmal okay. Und wir nehmen den... Achso, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Tatsache, man kann die Sequenz abbrechen mit A. Danke für den Hinweis an... Ich meine, es war Herr Eis. Irgendwas ist gerade über meinen Counter hier. Ah, jetzt ist wieder schnell. Alles klar. Ansehen wollte ich. Hier ruht Damani, der Dritte, Held der Goronen. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten, so rum. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Aktionen. Oh, Auserwählter, durch deine Kraft vermagst du, Lasten zu heben, die sonst niemand bewältigen könnte. Und auch dein Herz ist stark, da es mehr als jenes andere von Erbarmen erfüllt ist. Verwende A und den
das Schiebepad, um dich zusammenzurollen und an Orte zu gelangen, die sonst niemand erreicht. Goronen, die Magie beherrschen und schnell genug rollen, werden Stacheln hervorbringen, um alle Feinde auf ihrem Weg zu besiegen. Goronen versinken Wasser wie Steine in einem reißenden Fluss. Zu keiner Bewegung fähig, werden sie ein Opfer der Tiefen. Kampf. Drücke B, um den gefürchteten Hieb eines Goronen zu entfesseln. Drücke mehrmals B, um einen Hagel von Schlägen auszulösen. Drücke A, um dich zusammenzurollen, und drücke danach B, um zu springen. Die Landung verursacht ein gewaltiges Beben. Okay. Ist die Frage, ob wir jetzt halt hier noch irgendwas machen können. Wir müssten ja eigentlich... Okay, da sehen wir jetzt so auch erstmal nichts mehr. So sind wir natürlich auch schneller. Ups, ich wollte mit dir reden. Nein, du bist doch nicht etwa der große Damani. Dann, wessen Grabmal habe ich dann errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? Unter deinem Grab sprudelte eine heiße Quelle, großer Damani. Hätte ich nur etwas von diesem heißen Quellwasser, könnte ich meinen eingefrorenen Bruder auftauen. Kann ich nicht einfach... Also, genau. Wir können dir nicht das Eis brechen, indem wir ihn aufschlagen. Können wir denn diese Dinger hier... Nein, können wir auch nicht. Okay, ja, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hey. Ich will das Ding eigentlich wegschieben oder so, wenn das ging. Ah ja. Okay, wir können es doch wegziehen. Das habe ich eben nicht gesehen. Und dann sprudelt hier heißes Quellwasser raus. So, und dann haben wir noch eine Flasche. Davon nehmen wir jetzt einmal kurz was für den Bruder mit. Dass wir den auftauen können. Das sollte eigentlich funktionieren, gehe ich mal von aus. Wir versuchen es mal. Ja, wunderbar. Huch, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen, doch Damani hat dich gerettet. Der große Damani, spinnst du? Träumst du noch? Hast du das gehört? Der große Damani starb und liegt in seinem Gr... Hey, Damani! Ich war auch erst erschrocken, aber es sieht so aus, als wäre der große Damani nicht tot. Wirklich? Jetzt steht wieder ein Stern der Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternehm etwas gegen den Schneesturm, der vom Pic Hibernia kommt. So, erstmal nehmen wir uns jetzt mal schön hier Quellwasser mit. Und, nimmst du's? Dann hoffe ich, dass wir in der Lage sind, das zu dem Typen für das Schwert zu bringen, zum Nachschärfen. Oh, das war schlecht. Wir nehmen die mal ab. So, und dann ganz schnell da hoch. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Bitte lass es funktionieren. Yes!
Gabora! Huch! Oh, du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Nun denn, nun sollen die Flammen wieder lodern. Danke nochmal. Gabora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abstumpft und somit eine neu gewonnene Schärfe verliert. Nein, dann machen wir das nicht. Gabora, vergiss den Kaffee. Zwar ist es ein Geheimnis, aber pass auf. Bringst du mir ein geschärftes Schwert und etwas Goldstaub, kann ich dir das stärkste aller Schwerter machen. Es wird niemals stumpf, so oft du es auch schwingst. Ich bin sicher, es würde sogar die Zeit selbst überwinden. Aber das ist alles nur Theorie, solange wir keinen Goldstaub haben. Dieses Schwert wäre wahrlich stark. Wahrlich. Okay. Naja, immerhin haben wir es abgegeben. Ups. Das hier wollte ich. So. Oh, es ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube, ich überstehe das nicht. Bevor ich hier oben sterbe, will ich noch einmal etwas essen, etwas Zähes. Ja, okay, das hatten wir auch schon gelesen. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt dort hinten... Tatsache. Wow. Das war knapp. Okay, da hat er auch keine Chance gegen. Das war gut. Das war sehr gut. Achso. Aha. Naja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Peak Herr Hibernia. Mann, was ein Name. Ich glaube, da werde ich mich das ganze Let's Play nicht dran gewöhnen. Ich hoffe, ich muss dir nicht zu oft sagen. Aber wie viel Zeit haben wir denn noch? Also im Spiel. Was ist das? Irgendetwas befindet sich inmitten des Schneesturms. Kannst du es nicht sehen? Oh. Unmöglich. In diesem Sturm kommen wir da nicht rüber. Ich wette, das haben wir dem Typen auf der anderen Seite zu verdanken. Was? Du siehst niemanden? Wir brauchen auf jeden Fall irgendetwas, um mit ihm fertig zu werden. Also erstmal aktivieren wir das hier auf jeden Fall. Und wir werden auch hier einmal speichern. So, dann schauen wir mal. Tatsache. Hibernia-Tempel. Steife Winde erwarten den Wanderer. Unvorsichtige Reisende könnten verweht werden. Okay. Oh. Wow, okay, da keine Chance. Unmöglich, in diesem Sturm kommen wir da nicht drüber. Ich wette, das haben wir dem Typen auf der anderen Seite zu verdanken. Ja. Mit dem fertig werden. Okay. Okay, da haben wir auch als Link so keine Chance. Ja, ich weiß es doch langsam. Muss man sich dann immer millionenfach wiederholen? Das ist nur die Frage, wie wir mit dem fertig werden könnten. Wir versuchen mal was.
Dahin. Okay, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ach, das ist korrekt. Wie wär's denn mit dem Lied der Befreiung? Das hat absolut keinen Einfluss. Kann es sein, dass dieses tolle Geräusch immer gemacht wird? Ich meine ja nur. Vielleicht bringt es was, wenn wir das als Krone machen, weil die haben ja mal nicht ein extra Ding. Na. Jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Na? Okay, das ist es nicht. Gesang des Himmels vielleicht? Okay, da scheinen wir dann aktuell auch noch nicht weiterzukommen, aber immerhin haben wir jetzt hier einen Flugpunkt. Das war schon mal die halbe Miete. Ist er da jetzt ernsthaft wieder zurück? Wir haben ja das Lied erschwingen. Nee. So. Nach da oben müssen wir. Die Bergsiedlung, genau. Dann gehen wir nämlich nochmal bei den Goronen im Lager gucken. So. Aber das würde ich sagen, machen wir nicht mehr in dem Part. Das lohnt sich nicht mehr. Ich speichere hier einmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!